Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt auf diesem Kanal. Jawohl, Let's Play Terraria. Ich habe es bei Steam im Angebot gesehen für, ich glaube, 3,39 €. Und da dachte ich mir, komm, das Spiel wolltest du dir sowieso mal holen, es mal anzocken. Und ja, ich erstelle mal hier gleich eine Welt. Ich nehme mal hier natürlich groß. Ja, und wie wird das mit diesem Spiel laufen? Hier, komm, Siele, erstell mal. Ich werde es so machen wie CV5. Ich werde sowohl ein Singleplayer-Let's Play dazu machen, als auch ein Let's Play Together. Mit wem werdet ihr dann sehen? Und ja, ansonsten, wie gesagt, im CV-Style. Es kommt Singleplayer mal raus, mal kommt Multiplayer raus, also LPT. Naja, mal gucken. Ich muss sagen, zu meiner Verteidigung, ich spiele das Spiel zum allerersten Mal. Ich habe es nur ganz, ganz kurz mal angespielt. Ja, für alle, die das Spiel nicht so kennen, was kann man dazu sagen? Es ist ein 2D-Spiel. So im, sag ich mal, Super Mario-Style. Man kann sich in der Welt nach links, rechts, oben, unten bewegen. Durch verschiedene Biome wandern. Es ist nicht so ein 3D-Spiel wie zum Beispiel Minecraft, mit dem Terraria ja oft verglichen wird. Die einen finden das besser, die anderen das andere. So, und ich würde mal sagen, ich betrete mal unsere gute, große Welt. Und mal gucken, wo wir rauskommen. Es geht in Terraria einfach darum, ja, so lange wie möglich zu überleben, immer besser zu werden, so wenig wie möglich zu sterben. So, und hier sind wir schon. Man sieht, mein Charakter ist top gestylt. Ein Top-Outfit, super Haarfarbe. Das hier ist der gute Jeffrey, unser, ja, unser Erklärbär, sage ich mal. Man sieht hier um unser Inventar. Wir starten mit einem Kupferschwert, Kupferspitzhacke und Kupferaxt. Und mit der Axt wollen wir erstmal ein bisschen Holz sammeln. So, dann fällen wir doch erstmal diesen Baum hier. Holz ist eigentlich das, was man zu Anfang sofort braucht. Auf Holz baut sich am Anfang zumindest alles auf. So, Jeffrey macht da hinten einen Abgang, wie ich sehe. Jeffrey. Jeffrey ist quasi nichts anderes als ein NPC, der uns erklärt. Der uns irgendwas erklärt, wenn wir mal Fragen haben. Und Jeffrey ist gerade da runtergesprungen. Ah, nee, da ist er wieder. So, dann nehmen wir uns mal diesen Baum hier als nächstes vor. Na komm, mach weg das Stück. Ich würde auch vorschlagen, wir bauen uns unsere erste Hütte ganz in der Nähe von unserem Spawn, weil immer, wenn die Welt gespeichert wird und wir disconnecten, dann landen wir wieder bei unserem Spawn, solange wir noch kein Bett gebaut haben und den Spawnpunkt verlegt haben. Glaube ich zumindest. Wie gesagt, ich spiele das Spiel hier zum allerersten Mal. Ich habe ein paar Let's Plays gesehen, erstmal ganz kurz angespielt. Naja. So, komm, die beiden Bäume, die nehmen wir hier noch mit. Und dann würde ich mal sagen, bauen wir uns hier beim Spawn direkt unser nächstes... was heißt unser nächstes? Unser erstes Haus. So, komm, der Baum geht noch, habe ich gehört. So. Ah, hier kommt, den nehme ich auch noch mit. Da nehmen wir schon mal eine schöne Fläche. Jeffrey. Jeffrey, was machst du da unten? Ach, Idioten-NPC. So, dann wähle ich mal das Holz aus und puh, wo wollen wir denn mal unsere Hütte hin? So. Na, geht's noch, oder? Komm schon. Sehr gut. Nein! Moment, so wird das nichts. Mit meinen extremen Noob-Skills wird das so nichts. Na komm, ich baue es mal kleiner. So. Ja, eine kleine Hütte, klein und beschaulich. So, und dann haben wir nämlich das Crafting-Menü. Und ich würde mal sagen, wir
bauen uns eine Werkbank. So, jetzt muss ich gerade mal sehen. Werkbank, wo stellen wir die mal hin? Hier, komm, stell die einfach mal hin. So, und wenn wir jetzt hier stehen, genau, jetzt können wir nämlich schon wesentlich mehr Sachen machen. Zum Beispiel eine Tür, eine Holztür. Das wäre schon mal ein guter Anfang. So, das müsste eigentlich reichen, oder? Die passt doch hier bestimmt hin. Sehr gut. Wir haben eine Tür. So, jetzt wollen wir diesen Scheiß da oben gerade mal wegmachen. Hier, das kann sich ja keiner mit ansehen. Sehr gut. Ich komme da nicht dran. Na egal, machen wir später. So, dann ist noch wichtig, dass wir uns einen Hintergrund machen. Man sieht ja hier, wir haben noch keine Wand, sage ich mal. Was haben wir hier? Holzschild. Wie gesagt, ich muss mir das selber noch so ein bisschen angucken. Hier, Holzwand. So, das müsste es eigentlich sein, oder? Jo, sehr gut. Da mache ich mir gleich mal ein bisschen mehr. Hier kommen 64, müssten reichen. So. Was macht dieser Jeffrey da unten? Ist der doof? So, noch ein bisschen hier. So, jetzt sieht man natürlich, jetzt ist es hier drin natürlich äußerst dunkel. Können wir schon Fackeln machen? Für Fackeln brauchen wir Holz, aber noch etwas. Ich glaube, dass... das nennt sich hier Gel. Ne, Moment. Ich nehme mal gerade das Schwert. Meine Maus hakt gerade so ein bisschen. Das ist ein bisschen blöd. So, Gel bekommt man nämlich von einer Monsterrasse, die sich Slimes nennt, sage ich mal. Moment, wir müssen hier gerade irgendwie... So, ich mache gerade mal so ein paar Holzplatten hier. Die müsste ich eigentlich vielleicht hier so dran machen. So, komme ich da drauf? Jawohl, sehr gut. So, Moment, jetzt muss ich gerade mal hier diesen Rotz hier wegmachen. Das geht ja so nicht. Wie sieht das denn aus? So, die Holzplatte bleibt hier mal. Wir können ja eigentlich auch mal so ein Ding dran machen. So. Schwert gezückt. Kommen wir hier so wieder hoch. Was haben wir hier denn? Oh, ist das Kupfer. Oh, sehr gut. Ein bisschen Kupfer und ich glaube, ein bisschen Stein nehmen wir auch schon mal mit. Machen wir hier mal einen auf möchtegern Minenarbeiter. So. Was haben wir denn? Ist das ein, das kann man auch mitnehmen, oder? Ein Pilz, sehr gut. Oh, da haben wir noch mehr Kupfer. Das schnapp ich mir doch mal sofort. Kupfer ist jetzt eigentlich nicht so ein wichtiger Rohstoff, finde ich persönlich, in Terraria. Man startet ja mit einer richtig guten Kupferausrüstung, sag ich mal. So für den Anfang Kupferschwert, Kupferspitzhacke. Oh, da haben wir schon den ersten Gegner, einen Slime. Na, komm her. Komm her, du grünes Mistvieh. Bam. Na. Komm schon. Oh, so, der hat doch schon ein bisschen was droppen lassen. Dann nehmen wir uns hier die nächsten doch gleich auch mal vor. Ich sag jetzt schon mal, dieses Slimewesen sind so ziemlich die einfachsten Monster, die es hier gibt. Also da werden wir, speziell wenn es später an die Bosskämpfe geht, ja, ich kenne schon ein paar Bosse, auch wenn ich ein totaler Kacknut in diesem Spiel bin.
Das wird schon richtig abgehen. Also diese komischen kleinen Slime-Kugeln, die sind nichts. So, und bevor ich hier gleich großkotzig abkacke. Scheiße, wir kommen nicht mehr hoch. Haben wir noch so eine Treppe? Ach, der dran. Sehr gut. So. Verdammt. Was haben wir denn hier? Warte mal, Holzwand. Ach, ich bin auch Experte, dass ich eine Holzwand hingestellt, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte hier normales Holz hinstellen. So. Und, verdammt, wir schaffen es nicht ganz. Verdammt. Lass mich hoch, bitte. So, habe ich es doch nochmal geschafft. So, dann wollen wir nochmal sehen. Tür auf, Tür zu. So, können wir jetzt schon Fackeln machen? Da, Fackeln. Machen wir mal so viel, wie es geht. So. Setze ich mal eine. Kann ich die einfach hier so hinsetzen? Rechtsklick? Sehr gut. Hier, komm, da geht auch noch ein hin. Ja, das müsste eigentlich schon hell genug sein. Ich kann hier noch eine auf den Boden stellen. Das sieht irgendwie ein bisschen blöd aus. Moment. Holz. Kann ich die nicht wieder abbauen, die Fackel? Wie gesagt, ich muss hier auch noch selber so ein bisschen rumprobieren. Na gut, ach, scheiß drauf. Dann bleibt die einfach da oben. Da unten erstmal liegen. Vielleicht brauchen wir dafür auch einen Hammer. Was ich machen wollte, ist das hier. Ich finde, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. So, wollen wir mal gucken. Was können wir denn schon machen hier? Steinwand, stimmt, wir haben Steine. Ein Holzbogen. Ich glaube, ich wage mich mal in der in die tiefe Nacht. Mal gucken, was unser NPC so macht. Unser Helfershelfer, der ist ja da runtergefallen. Ich nutze mal die Nacht und fäll erstmal ein bisschen Holz. Damit wir hier so eine ebene Fläche oben dran kriegen. Oben drauf kriegen, meine ich. Oh, das ist ein Dicker. Das ist ein Dicker. Oh, oh, da kommen auch schon die ersten Schleimfreunde, wie ich sehe. Na, ihr beiden grünen Schleime, kommt ihr nicht hoch? Oh, scheiße, sie kommt doch hoch. Okay, komm her. Ich habe ein Kupferschwert. Ah, du kleine Missgeburt. Du kleiner Lutscher. Ue! Ue! Oh mein Gott, ein fliegendes Auge. Und ein Zombie. Oh oh. Tschüss. Ja. Da läuft ein Zombie auf unserem Dach rum. 45 HP hat er. Wir haben noch 87. Wie fährt das Auge? 60. Eieieiei. So, Moment. Das Schwert habe ich ausgewählt. Ich guck mal, was der Zombie macht. Ach du Scheiße, noch ein fliegendes Auge. Na, das ist ja super. Lol. Der schlägt gegen unsere Tür. Ich schwöre dir, Zombie, wenn du die Tür aufmachst, ich rasiere dir die Eier. Ich rasiere dir richtig dick die Nüsschen, aber ich glaube, der kommt hier nicht rein. Was könnte ich denn machen? Ich könnte mich mal hier ein bisschen nach unten buddeln. Ah, so können wir auch unsere Fackel wieder mitnehmen. So, ich kann hier mal anfangen, so eine kleine Treppe nach unten zu bauen. Kann ich das noch abbauen? Sehr gut. Lol, da ist ja noch keine Holzwand. Na, da habe ich ja beim Bau geschlampt. So.
Dann buddeln wir uns hier mal einen kleinen Gang nach unten. Während hier oben richtig dick die Party geht vor unserer Bude. Mittlerweile zwei fliegende Augen. Monsteraugen, sag ich mal. Und zwei Zombies. So, reicht diese Höhe schon? Ne, ich glaube, wir müssen noch einen... Ich kann ja mal versuchen, ob wir uns zu unserem NPC da durchbuddeln können. Das gibt's nicht. Passen wir noch nicht durch. So, jetzt aber. So, ich buddel mir mal einen kleinen Gang Richtung dieser Schlucht da hinten. Dort ist ja unser NPC runtergefallen. Mich würde mal interessieren, was der da macht. Während wir Erde sammeln. So, mal gucken. Kann ich hier noch irgendwo auf dem Boden fackeln? Sehr gut. Ach ja, ich komme mir aber fast vor wie in Deutschland. Ich meine, hallo, nervige Nachbarn. Gut, ich wohne ja hier auf dem Land, hier habe ich sowas wie nervige Nachbarn nicht. Aber guckt euch das an. Typisch deutsch. Typisch deutscher Nachbarschaftsstreit. Oh, die beiden Zombies sind gerade die Schlucht darunter gesprungen, Richtung Jeffrey. Wobei ich mich frage, ob unser NPC überhaupt noch lebt. Das haben wir ja schon alles aufgesammelt. 12 Kupfererz. 13 Steine, 85 Erde, okay. Oh, okay, die Stufe runter wollte ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht bauen. So, mich würde aber jetzt ehrlich gesagt doch interessieren, ob ich gegen diese Viecher da eine Chance habe. Ich glaube, ich probiere es mal. Komm. Wow. Da ist gerade ein Stern vom Himmel gefallen. Den würde ich mir natürlich sehr gerne holen. Komme ich jetzt nicht mehr raus? Doch. So, ihr Augen. Das ist natürlich blöd, dass das jetzt zwei sind. Na komm. Schon. Schon. Na. Bam. Ja, da guckst du blöd was. Komm in die Lücke. Ui. Ja. Ja, genau. Flieh, du Noob. Wow, 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 wow. Nein, ihr kommt hier nicht rein. Ich bin Türsteher. Ich bin professionell ausgebildeter Türsteher. Alter, jetzt kommt doch mal hin. Komm schon, stirb doch. LOL. Da wurde der glatt von der Sternschnuppe gekillt. Das fliegende Auge. Das gibt's nicht. Stirb. Was ist denn für ein Zombie? Na komm. Komm hier hin. Bam. Bam. Fliegendes Mistvieh. Aua. Aua. Verdammt. Okay, das Ding haben wir platt gemacht. Na, Zombie? Na, sind wir zu langsam? Sind wir zu langsam? Ja, bist du ein guter Zombie? Komm schon. Sprung auf. Sehr gut. Jeffrey, alles okay. So, die andere Sternschnuppe würde ich mir natürlich auch sehr gerne noch holen. Komm, das riskiere ich jetzt. Jawohl. So, jetzt müsste ich eigentlich mal damit beginnen, ein paar Wow-Stoffe abzubauen. Geh mal ganz kurz in die Bude und zur Werkbank. Kann ich mir nicht schon
irgendwie, keine Ahnung, einen Schmelzofen oder sowas bauen. Was braucht man denn alles dafür? Warte mal, was haben wir hier denn? Eine Werkbank? Oder eine Werkbank haben wir schon. Holztisch. Ein Holzschwert. Ah, Holzhammer. Den können wir uns natürlich mal machen. Den lege ich mir mal auf diese Taste. Mit dem Holzhammer kann man nämlich die Hintergründe wegmachen. Also damit könnte ich jetzt zum Beispiel diese Erdwand hier im Hintergrund wegmachen und da zum Beispiel Holzplanken machen. Das halte ich jetzt zwar für ein bisschen Verschwendung, deswegen werde ich das nicht machen. So, einen Bogen können wir jetzt auch schon machen. 100 Kupfermünzen. Ach ja, stimmt. Wir haben ja auch schon... also es gibt in dem Spiel auch sowas wie Währung. Wir haben auch schon 25 Kupfermünzen, die wir aufgesammelt haben. 2 Silbermünzen. Keine Ahnung, ob wir die jetzt von den Zombies oder so haben. So, Moment. Ich wechsle mal wieder auf mein Kupferschwert. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Boah. Oh, da kommt wieder ein Zombie. Und ein fliegendes Auge. Oha. Oha. Oh, oh. Oh, oh. Oha. Nein. Verdammt, ich bin in der Ecke. Nein, 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 nein. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Stirb, 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 stirb. Stirb, Zombie, stirb. Sehr gut. Du fliegendes Drecksauge. Au. Hammer, ich habe noch 44 Leben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Autsch. Okay, es könnte passieren, dass ich gleich das erste Mal sterben werde. Okay, komm. Steinwand, mach zu. Ja, ich habe mich gerade mal spontan eingebucht, weil ich keinen Bock hatte, hier jetzt drauf zu gehen. Ich könnte mich ja von hier in unsere Bude buddeln. Lol, das Vieh ist abgehauen. Okay. Wie man sieht, Leben regeneriert sich auch mit der Zeit. Aber ich glaube, Moment, wie war das nochmal? Diese Pilze. Genau, die stellen Lebensenergie wieder her. Das heißt, wenn ich jetzt das hier machen würde, zack, jetzt habe ich einen Pilz gefressen und bin wieder gesund. Tja, Jeffrey. Moment, ich mache mir gerade so ein paar... Nein, ich will die Holzplatten machen. La, 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 la. So, das müsste erstmal reichen. So. Alter. Also das mit der Steuerung habe ich noch nicht so richtig raus. Komm, mach die Tür auf. So, Jeffrey, altes Haus. Okay. Vorsichtig. Sehr gut. Hier mache ich, glaube ich, erstmal gute Nachtblock. So, warte mal. Hier mache ich erstmal diese Dinger hin, diese Holzplatten. Dann kann ich hier auch schon mal mich bewegen. So, dann würde ich sagen, mache ich die hier auch mal hin. So, dann müsste ich eigentlich schon mal hier nach oben kommen, oder? Komme ich hier nach oben? Wie, nein. Toll. Dieser scheiß Adblock ist im Weg. Ah, sehr gut, jetzt komme ich nach oben. So. Jeffrey. Hier, ihr scheiß Ranken. Geht mal weg hier. So, ich versuche mich mal hier runter zu bauen. Ja, du Blub, du lebst ja ganz schön gefährlich, weißt du was? Ich glaube... Lol. Du hast gerade diesen Hasen gekillt. So, komm her. Komm her, du scheiß Blob. Ich mach dich fertig. Uah. Du grünes Mistvieh. So. Wow, ist ja ganz schön dunkel, ey. Alter Vater. Oh. Ups, da habe ich gerade das Falsche gesetzt. Moment. Kann sich nur noch um Sekunden handeln.
So, wenn dann richtig, wo haben wir sie? Die Holzplatten, genau. So. Bauen wir uns hier mal so einen schicken Übergang hin. Ich frage mich, ob Jeffy jetzt echt schon tot ist oder so. Zack. Oh, da ist Jeffy. Moin. Unser NPC lebt noch. Hurra. Ja, was für ein Naturtalent. Komme ich jetzt überhaupt so wieder hoch? Nein. Sehr gut. Ja, scheiße. Ah, das klappt. So, dann hole ich mir diese Holzplatte hier mal wieder, die ich da fälschlicherweise hingesetzt habe. So. Oh Mann, meine Maus hakt gerade ein bisschen extrem. Das ist gerade ein bisschen ungünstig. So, oh, hier haben wir wieder Vasen. Dort können interessante Sachen drin versteckt sein. Ein Trank. So, was haben wir hier drin? 5 Fackeln, sehr gut. Nette Vase. Noch eine Fackel. Nice, nice. Alter, da sind schon 3 grüne Blobs. Das ist jetzt aber ein bisschen übertrieben, finde ich. Mensch, Jeffy, was machst du denn da unten? Du erkundest für mich eine Höhle, wie ich sehe. So, mal gucken, was haben wir hier. Ein paar Pfeile. 66 Kupfermünzen, nicht schlecht. Ah, was haben wir hier? Ein grüner Schleim. Oh, 7 Schuriken. Nice, nice. Kann ich die Holzplatte eigentlich auch so wild hier... Ach, ich kann die auch hier so wild an die Wand setzen. An die Hintergrundwand, sag ich mal. Das ist natürlich nice. So, dann baue ich mir hier mal gerade einen kleinen Weg nach oben. So. Weil hier ist ja noch eine versteckte Vase, sag ich mal. Komm, schaffe ich den Sprung? Jawohl. Ich habe auch gar keine Holzplatten mehr. Das ist natürlich sehr gut. Tja, Jeffy. Schön, dass du noch lebst, aber... Moment. Moment. Ich will jetzt mal gerade kein Risiko eingehen. So. Ihr grünen Mistviecher dort, ihr könnt da erstmal verrotten, dagegen habe ich gar nichts. Verdammt. Ich gehe jetzt erstmal nämlich wieder nach Hause. Wuhu! So, dann können wir diese Höhle dort ja eigentlich ein bisschen ausnehmen, sag ich mal. Dort gibt es ja sicherlich einiges an Kupfer, an, keine Ahnung, Silber, Gold. Ich könnte mir hier nicht aber einen perfekten Gang darunter bauen eigentlich. Wenn ich jetzt so weiterbaue. Und wie ich sehe, lohnt sich das runterbauen. Hier haben wir nämlich etwas. Und zwar, Moment, gerade ein bisschen Platz machen. Juhu. Komme ich hier noch so hoch? Jawohl. Kupfer braucht man eigentlich, da man schon mit einer Kupferausrüstung, sag ich mal, startet am Anfang, braucht man eigentlich nur für Rüstung. Weil Rüstung, wenn ich mir hier aufs Menü gehe, sieht man, haben wir hier an der Seite noch gar nichts, während sich hier immer mehr grüne Slimes sammeln. So, nehmen wir das nochmal mit hier, das Kupfer. Haben wir noch Fackeln? Ja, ein paar Fackeln haben wir noch. Tja, und ich würde mal sagen, ich werde diese erste Folge mit einem kleinen Cut beenden.
Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mal gucken, wie es weitergeht in Terraria. Ich werde mal gucken, ob ich mich in der nächsten Folge ein bisschen in die Höhlensysteme wage. Damit ich ein bisschen Rohstoffe farmen kann und damit wir mal ein paar geile Sachen kaufen können. Haut rein, Leute. Bis dann. Ciao.